Kapitel 12 Tod im All. Die Kolonie. Wir sind nicht mehr auf der USG Ishimura. Wir fliegen runter zur Kolonie und werden tun, was wir tun müssen. Wir werden den Marker vernichten. Vernichten, ich glaube, oder? Mal wieder nicht richtig zugehört. Frischluft! Himmel! Hol den Marker mit einer der Frachtplattformen aus dem Shuttle. Ja, ja, warte mal, ich muss erstmal... Oh, Leute, ist das nicht schön, den Himmel über sich zu sehen? Oh, göttlich. Oh, diese Freiheit. Gibt es hier Gegner eigentlich auf dieser Kolonie? Ich glaube schon, oder? So, wir müssen da rüber, ist klar. Ich nehme mal an, wir müssen dieses Ding mitnehmen. So. Oh, ist das herrlich. Ich wittere Morgenluft. Das ist so schön. Oh, 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 oh. Spitze. Aber ich befürchte, jetzt wird einmal ordentlich was auf uns zukommen an Gegnern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jetzt hier vollkommen kampflos ablaufen wird. So, einmal das Überladen aktivieren, das Umladen aktivieren. Da kommt er aus dem Boden geschossen, der Marker. Fällt er jetzt einfach da drauf oder wie läuft das? Ach nee. Oh, elegant. Elegance. Auch so sieht er ziemlich schick aus, muss ich sagen. Okay, und seit langer Zeit hakelt es mal wieder. Das hatte ich jetzt schon eine Weile nicht mehr. Ich glaube, ich habe das komplette 11. Kapitel ohne Hakelei durchgehalten. Das war ja mal richtig gut. Und da ist es auch zu verschmerzen, dass es jetzt mal wieder ein bisschen hackt. Ist schon okay. Die Lags sind okay so. Also es könnte schlimmer sein. Ich glaube, ich hatte schon schlimmere Tage, an denen es mit der Lüftung noch schlimmer war. Nun, ich sehe schon, da fehlt noch was. Na Nicole, du bist auch nicht sehr hilfreich, hä? Hast du dir von den anderen abgeschaut? Ich wollte gerade sagen, ich drück schon lange nicht mehr. So, hin damit. So, jetzt machen wir erstmal hier auf und gucken erstmal, was es hier so Schönes gibt. Plasma-Energie, na klar. So, und es läuft wieder flüssig. Into the future! Concordance Extraction Corporation powering humanity! So, wir müssen an das Ding, das dachte ich mir schon fast. Wir brauchen nur erstmal eine Batterie dafür. Wir können ohne Batterie leider nicht das Batteriefach. Ach ja, Himmel über dem Kopf, aber hier ist alles das Alte. Isaac, der Marker muss zur Sockelkammer zurückgebracht werden. Benutze den Verlader, um ihn herzubringen und wieder auf den Sockel zu setzen. Bring zurück, was genommen wurde und mach uns wieder ganz. Alter, so wie die redet, das kann nicht richtig sein, was wir hier machen. Die ist nicht echt, oder die ist schon irre geworden. May Altman be with you. Chapel service with services twice weekly. Ah ja. So, haben wir noch irgendwas im Shop jetzt? Was haben wir denn an Credits? 31.000. Ich glaube, wir brauchen nichts mehr, oder? Wir sind ja eigentlich gut ausgestattet. Scheiß drauf. Zeig mal Inventar. Ja, ist okay. Volle Kanne, okay. Ich könnte den Diamanthalbleiter verkaufen. Ja gut, aber hey, scheiß drauf. War das gerade hier schon auch so dunkel? Geh mal zur Seite, ich will was lesen. Oh. Safety protects people, quality protects jobs. Tolle Weisheit. 1 Euro ins Phrasenschwein. Ein Credit. So, an die Notfallvorräte, das ist auch keins mit Knoten, ne? Nee, schade. Was haben wir hier? Computerraum. Alter, gar nicht gesehen. Ja, hat nicht mehr gereicht, um ihn aufzuhalten. Das ist natürlich schade. Du bleib mal auf Distanz hier. Scheiße, ist so finster drin. Alles gut. Flattermann hinüber. Sehr gut. Plasma-Energie her. Das freut mich. So. Das kommt davon, wenn man immer so schön am Gucken ist und gar nicht darauf achtet, ob nicht vielleicht irgendwo Gegner sein könnten.
Die Flattermänner sind also die Ersten, die uns hier begrüßen, auf dem Planeten, auf der Kolonie. Ach, sehr gut. Versteckt unter Vorratskisten. Das ist auch mal nett. Könnte man immer so machen. So, noch ein kleines Medipack, wie süß. So, schleppen wir das mit. Leg mal hin. Und dann speichern wir erstmal, sagte ich. Und speicherte nicht. Okay. Was, Totraum? Hieß es nicht vorhin noch Tod im Raum? Oder so? Aber Totraum hieß es doch nicht, oder? So, mal wieder ein bisschen Sonnenlicht. Oh, hi. Ja, halt mal still. Ist okay. So, nach hier drüben. Bisschen Abstand gewinnen von dem Ganzen. Oh, und am besten nicht hakeln. Das wäre natürlich schön. Aber man kann nicht alles haben. Oh, fuck you. Ernsthaft? Oh, ich krieg's nicht hin. Verrecke! Oh, ist das schlimm, ey. Ich kann nicht ziehen, das geht nicht. So, haben wir den beseitigt. Aber einer lebt noch. Einer ist noch. Scheiße. So. War es das auch für den? Es ist echt schrecklich, zielen zu müssen, wenn es so am Hacken ist. Und natürlich ist Nicole weg. Wer hätte das nur gedacht? Das überrascht mich überhaupt nicht, dass sie jetzt auf einmal nicht mehr da ist. Ach, dieses Spiel. Nee, sorry, Leute. So, rein damit. Oder geht das Loch auch schon auf? Es fühlt sich nicht richtig an, was ich hier mache. So. Druff damit. Und jetzt fahr's weg, bitte. So, wir sollen da drüben lang. Ich glaube, es ist egal, welche Seite wir nehmen, oder? Es wird doch bestimmt auf ein und dasselbe rauslaufen. Haben wir hier noch was? Nö. Sonnenschein, ja. Unser Shuttle ist noch da. Ja, sehr gut. Nicht, dass Nicole uns hier sitzen lässt. Das traue ich dazu, der Alten. Die will uns bestimmt betrügen. Und sucht nach einem Weg, uns loszuwerden. Schließmechanismus offline. Achso, wir müssen uns noch selbst reinziehen. In der Spitze. Kommen Sie rüber, mein kleiner Marker. So. Jetzt aber. Tür schließt sich. Sehr schnell natürlich. Weil es jetzt mal wieder am Ruckeln ist. Das 12. Kapitel scheint mein Computer nicht zu mögen. So. Noch irgendwas? Nee, gut. Er schleust von allein. Sehr gut, sehr gut. Und jetzt mal rüber, wieder rein in den Raum, damit wir auch ja keine Sonne genießen können hier. Ich war ja so froh, dass wir mal Sonnenstrahlen hatten. Nachdem wir die ganze Zeit hier in dem Loch gesessen haben, das war ja schon ein bisschen nervig. So, oder? Sonnenstrahlen? Oh doch, Fenster. Das sieht mal verdammt nach Kirche aus hier. Das ist eine Kirche, garantiert. Das ist eine Kirche. Das ist eine Unitologenkirche, in die wir das Ding jetzt schleppen. Das ist nicht richtig. Es kann nicht richtig sein, was wir hier machen. So, aktivier mal die Brücke, jawohl. Weiter geht's. Oh, das klang auch nicht so gut. Naja. What? Unbekannte Bioform im Sektor registriert. Oh, leck mich doch. Sicherheitsdienst wurde informiert. Eure unbekannte Bioform kann mich mal ganz gewaltig an meinem behaarten Hintern lecken. Oh. Was ich aber, fällt mir gerade so auf, interessant fand, auf der USG Ishimura sind wir nicht nochmal so einem Leviathan oder sowas begegnet, ne? Obwohl nochmal so ein Ärmchen ankam.
Also scheinen die doch nichts miteinander zu tun gehabt zu haben. So. So geht's auch. Den einen in Schach gehalten, den anderen getötet. Oh, ich hab den Sackmann gehört. So. Verbraten wir doch mal ein bisschen die Pulslasermuni. Pulsgewehrmuni, meine ich. Leute, ich drück nicht mehr. Ich drücke nicht mehr. Du musst nicht Dauerfeuer machen, nur weil ich jetzt hier eine Weile lang Dauerfeuer gemacht habe. Wenn ich nicht mehr drücke, sollst du bitte auch aufhören zu schießen. Das wäre sehr, sehr geil. Aber hey. Ach, ich erwarte ja gar nicht so viel eigentlich. Ich will ja nur ein flüssiges Gameplay. Ich trinke mal kurz was. Ich habe so mit die Frames im Auge, wenn es wieder flüssig laufen sollte, mache ich weiter, ne? Ach. Der Füllstand meiner Wasserflasche sagt, das Spiel sollte möglichst bald zu Ende sein, sonst habe ich ein Problem, was hier meine Wasserversorgung angeht. So, und meine Frames sagen, ja, es sollte sich bald mal bessern, sonst kann ich ja nicht weitermachen. Ich gehe nicht mehr in den Kampf rein, wenn es weiter so hakelt. Das werde ich mir nicht antun, ganz ehrlich. Nein, danke, no sir, muss nicht sein. Aber ansonsten, ja, jetzt geht's wieder. Ansonsten ist das Spiel eigentlich, jetzt als flüssig läuft, sind die Kämpfe nicht sehr herausfordernd. Komm, schnapp. Oh ja, da ist er ja, der Sackmann. Und tschüss, da war er, der Sackmann. So. Ihr hättet mal ein bisschen eher kommen können. So, ein bisschen drauf, Dauerfeuer hilft. So, von hier drüben noch ein Sackmann. Der hat den Sack an. So. Mal gewechselt zwischendurch. Ja, ist ja gut. So. Was hast du davon, wenn du mich angreifen willst? Ruhe. So ist das schön. Und ich habe nicht mal Stase gebraucht. Ich muss sagen, ich bin sowieso nicht so ein stasiger Kämpfer, ne? Also, ich habe das so von anderen gesehen, die arbeiten unglaublich viel mit Stase. Vielleicht kriegt man dann auch mehr, wenn man mehr verbraucht. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, ich habe eigentlich kaum mal in Kämpfen Stase benutzt. Es sei denn, es waren Gegner, die darauf ausgelegt waren, dass man Stase benutzen musste. Was ja jetzt vor allem die Großen waren. Also da gab es ja die dicken Oschis, die nur am Rücken nicht gepanzert waren. Und dann natürlich die Regenerationsarschgesichter, die immer eingestast werden mussten, damit man einerseits fliehen konnte und andererseits, um sie dort zu halten, wo sie hin mussten, damit man sie töten konnte. Aber ansonsten eigentlich nicht so, ne? So, ich guck mal kurz hier. Ja, ist okay. Wir bleiben jetzt mal wieder beim Plasma-Cutter, für den haben wir jetzt wieder mehr Muni. Und Impulsprojektile dafür weniger. Da ist es, glaube ich, ganz richtig so. So, der reißt immer fast die Brücke aus den Angeln, wenn wir hier durchziehen mit dem Ding. Finde ich auch lustig. So, mal kurz drüber. Ist jetzt alles nicht so spannend, ne? Ich weiß. Ach, schon wieder. Ernsthaft. Oh ja, den können wir eigentlich mal nehmen. Die Energieknoten verbrauche ich eh nicht mehr. Na komm schon, streck mal deine Fühlerchen aus. Geht doch. Der braucht aber ziemlich viel gerade. Zwei Schuss pro Tentakel, wirklich? So, lass mich mal rein hier. Hallo, ich habe gerade einen Energieknoten ausgegeben. Wollt ihr mich nicht mal durch die Tür lassen? Ja, also. Das ist ja skandalös, ja. So, wie jetzt? Da kommt die Brücke wieder runter, ist er. Okay. So, wartet mal kurz, ich muss mal ganz kurz was nachschauen, deswegen bleibe ich jetzt einfach mal stehen, es hackelt sowieso schon wieder, deswegen kann ich das ruhig machen. Oh, es ist doch schon 12:30 in der Nacht, sowas. Habe ich so lange gespielt, meine Güte. Ist ja Wahnsinn. Wann habe ich denn angefangen, um 9 oder so?
Naja, gut, es geht eigentlich, ne? So, die Muni nehmen wir noch mit von den beiden. So, ich muss aber da drüben sein, um die Brücke hochzukriegen. Kann das sein? Ja, oder machen wir das mal so. Ich rede jetzt mal nicht mehr ganz so laut, weil ich keine Ahnung habe, wie schalldurchlässig hier unsere Wohnung ist nach dem Unflug jetzt. Und vor allen Dingen, wie schwerhörig unsere Nachbarn sind, so oben und unten. Links, rechts gibt es nicht, das ist das Gute. Zumindest hier bei dem Raum gibt es keine links, rechts. Aber oben und unten Nachbarn gibt es natürlich. Und da weiß ich echt nicht. Gut, in dem Raum hier werden die sowieso nicht sitzen. Aber hey, man muss es ja nicht drauf ankommen lassen, oder? So, Mann. Alter, was ist denn das? Muss ich... Ach, okay. So, Stase drauf. So läuft das. Was? Nee, ich will jetzt schon hier vorne halten. Hä? Was ist das denn? Nochmal. So. Neuer Versuch. Ich krieg's ja nicht da drum. Das ist ja blöd. Hä? Vielleicht muss ich auch erst das Tor aufmachen, bevor das geht. Das kann auch sein. Das da drüben mit dem Energieknoten ärgert mich aber. Das war ja totale Verschwendung. Wieso geht denn hier die Tür nicht auf? Scheiße, Unitologen, Kacke. Nix hält hier. Alles kaputt. So, füllen wir die Stase wieder auf. Halbleiter Rubin, wieso ist denn hier verschlossen? Ja, dann muss ich doch bald, oder? Dann, hier drüben ist auch noch eine Brücke. Kann ich auch hier lang? Vielleicht müssen wir es auch hier lang schleppen. Dann weiß ich aber nicht, wieso ich da drüben die Tür, die Brücke öffnen kann. Das ist natürlich ein bisschen sinnfrei dann. So, dann zählen wir es mal hier rüber. So, einmal auf das Ding. Ja, bitte. Ah, ist gerade alles wieder ein bisschen schwergängig. Arschlöcher, lass die Brücke oben. Brücke ist aktiviert, so, so. Sehe ich. Na komm schon. Das ist ja nicht zu fassen hier. Jetzt muss ich echt nochmal... Billigware hier. Ist doch nicht wahr. Muss ich schon wieder mit der Stase ran? So. Jetzt aber. So, können wir gemütlich durchrauschen hier. Zack. Wunderbarlichst. Was? Brav. Ach Gott. Das klingt ja, als ob ein Mensch das machen würde. Also als ob ein Mensch so rar sagen würde. So als schlechte Nachmacher eines Sackmanns oder sowas. So, alles kein Ding. Rar, sagt er. Rar. Na gut. War jetzt natürlich keine große Herausforderung mit denen hier. Habe ich aber auch irgendwie nichts dagegen. Ich habe jetzt echt gerade, ehrlich gesagt, gerade keine Lust mehr auf irgendwelche groß herausfordernden Sachen. Von mir aus kann das jetzt ganz gediegen hier zu Ende gehen. Nichts dagegen. Ich fände es eigentlich mal schön, wenn mal irgendwie ein bisschen Epicness reinkommen würde. Das wäre richtig geil. Aber ehrlich gesagt erwarte ich das nicht mehr unbedingt.